wenn du mal gestorben bist, Roger, yeah, also was sollen wir dich erinnern? Das ist mega schön. Lass uns auf das anstoßen. Tschüss, Roger. Auf das müssen wir anstoßen. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich finde es faszinierend. Ich bin schon betrunken. Das Phänomen Roger Köppel. Einfach, er kommt rein und es geht ein paar Sekunden und hat auch die Leute, die politisch nicht auf seiner Seite sind, eigentlich gerade schon im Sack. Wobei, ich glaube, es gibt eigentlich gar keine Leute, wo politisch nicht, gerne nicht auf meiner Seite sind. Ich habe noch niemanden kennengelernt. Du musst vielleicht mal die Brille wechseln. Ja, stimmt. Also wirklich, du hast das Gefühl, du läufst durch die Welt und du siehst eigentlich nur Leute. Ich sehe nur lachende Gesichter und Zustimmung und Freude überall, wo ich in den Saal reinkomme. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute nicht über Politik reden mit dir. Ich würde gerne reden einfach mit dir darüber, wie bist du so geworden, wie du bist. Ja, also sozusagen eine Art wie ein Arzt. Nein, nicht, mit nicht, einem schweren nein, Krankheitsfall gar nicht, diskutiert. Gar nicht so, Roger, sondern mit Alkohol, gemütlich. Wo hast du die falsche Ausfahrt? Nein, gar nicht. Einfach, weil ich denke, wie bist du so ein Roger geworden, wo du jetzt bist? Weil ich meine, ja, du hättest auch ein anderer Roger werden können, zum Beispiel ein Roger Federer zum Beispiel. Ja, oder wo, ja. Einer, den alle gerne haben. Und ja, ich frage mich, warum bist du so gerne dagegen? Du musst ja nicht weiss, ich bin eigentlich in meinen jungen Jahren, in meinen unschuldigen Jahren, wollte ich eigentlich Musiker werden. Du hast wollen Schlagzeuger werden. Ich war intensiver Schlagzeuger, ja, ein bisschen in einem anderen Genre. Und wir haben eben diskutiert, ich war vor 20 Jahren bin ich in Sydney, Australien, und habe Angus Young interviewt für Dagi Magi. Und ich bin nicht ein natürlich geborener AC/DC-Fan, ich bin immer eher Jazz-Rock. So hast du früher lange Haare gehabt? Lange Haare gehabt, so lange Haare. Also der Roger als Linke? Ja, weniger, wenn nicht politisch, mehr der Rebell. Also eigentlich, dort haben alle kurze Haare gehabt, und ich lange Haare gehabt. Jetzt, ich finde es krass, auch jetzt, und alle haben Bart, ja, und du hast keinen Bart. Ich muss eben sagen, dass ich habe das immer bewundert. Und das, was sich mir eingeprägt hat, war, was Angus Young gesagt hat. Eigentlich ihr Ziel, AC/DC, ist eigentlich ein Song. Also ihr ganzes Werk sind eigentlich die Arbeit an einem Song mit immer weniger reduzierten Mitteln, das Maximum an Intensität. Und das ist genau das, was ich im Journalismus und in der Politik mache. Das ist eigentlich genau das Prinzip, also du würdest sagen, dass es geht. Könnt ihr uns nicht einigen, dass du einfach sagst, du schreibst nur einen Artikel und that's it? Ja, das stimmt. Ich schreibe eigentlich, im Grunde genommen schreibe ich immer den gleichen Artikel. Ja, du hast den Satz gesagt, der mir irgendwie geblieben ist, wo du geschrieben hast, die Gegenposition zum Mainstream ist immer richtig. Kannst du mir sagen, ist habe das einmal so du hast formuliert? Gesagt, du hast gesagt, die Gegenposition zum Mainstream, ja, ist immer richtig. Ich habe mich gefragt, ist das der Grund, warum du im hohen Alter durch die Autoprüfung durchgefallen bist? Wer schreibt im Text da? Wo ist der Teleprompter? Nein, das stimmt nicht. Ich bin im Alter von 44, habe ich die Autoprüfung gemacht, das erste Mal, mit 44. Und ich bin das erste Mal durchgekommen und der Experte hat zu mir gesagt, Herr Köppel, ich gratuliere, Sie sind durchgekommen, das ist für einen Proband in Ihrem Alter nicht selbstverständlich. Und, nein, weißt du wirklich, du bist durchgekommen? Es haben mir zwei Leute gesagt, ja, du siehst durchgekommen. Das sind eben die Leute, wo dann Fake News und Verschwörungstheorien über mich verbreiten, zum Beispiel über meine Autoprüfung. Es sind im Fall Freunde von dir. Sicher. Siehst du mal, was ich für traurige Freunde habe. Du hast mal gesagt, das Wichtigste in deinem Leben ist die Weltwoche, dass die läuft. Das Zweitwichtigste ist, dass die Politik läuft. Die Weltwoche. Nein, erstens ist die Weltwoche, zweitens Weltwoche, drittens Weltwoche und dann Dienst am Vaterland. Und warum hast du Kind? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Jetzt könnte ich eine humoristische Antwort geben, würde sagen, ja, weil ich ein völlig unerfülltes Leben habe und einfach nichts zu tun habe. Nein, ich habe relativ spät geheiratet, viel gearbeitet, viele Sachen gemacht, viele Sachen ausprobiert. Wie viele Kinder kommen noch? Das weiß ich nicht. Und ich habe mir immer Kinder gewünscht. Ich bin eigentlich ein sehr kinderliebender Mensch. Du musst mir nicht so anschauen, wie man mir das nicht geben würde. Ich bin ein Kind. Nein, ich bin völlig entgeistert. Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach gerade gelacht, ich habe eine neue Seite noch dir entdeckt. Nein, ich habe mich mehr gefreut. Es war jetzt gerade eine grosse Home-Story, ja, in der Schweizer Illustrierten. Oh shit, ich meine, du hättest es nicht gelesen. Ich kann dich überraschen mit der
dieser Pointe. Nein, aber dort ist eben drin gestanden, wo du gesagt hast, bei dir daheim sind die Frauen die Chefin. Ja. Also deine Frau und deine eine Tochter. Deine eine Tochter heisst Anna Magdalena. Ich habe mich gefragt, warum nennst du sie Magdalena? Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen von deinem Martullo Blocher-Fetisch? Nein, da sieht man jetzt einfach wieder die jungen Leute von heute. Ihr habt einfach keine klassische Ausbildung mehr gehabt. Ihr seid nur mit so Popcorn-Fernsehen und Kaugummi auf die Welt gekommen. Während wir in der Jugend natürlich gehört haben, schon als Siebenjährige, haben wir die ganzen Bach-Kantaten studiert. Und wenn du jetzt wüsstest, wer der Bach ist, der Bach. Dann wüsstest du eben, dass das ist da doch so Anna, ein Rapper, oder? Ja, genau, ein Rapper. Da hat es eben eine Anna Magdalena Bach mal gegeben. Was hat die gespielt? Das war seine Frau. Ah, also die Anna Magdalena Bach. Ja, was hat die auch komponiert? Nein, aber das ist sozusagen die klangvolle Namenskombination. So. Und darf ich fragen, was war denn der Grund, dass sie den Namen, ist sie zu diesem Song entstanden? Nein, wir haben einfach... Ich habe es spannend gefunden, als ich die Home Story gelesen habe in der Schweizer Illustrierten, also vor allem die Bildchen angeschaut habe, weil es ist eigentlich sehr auffallend, man sieht deine Frau nie, es bist immer du mit deinen Kindern. Und ich so dachte, warum inszenierst du dich jetzt noch so als alleinerziehender linker Papi? Hat er überhaupt eine Frau oder hat er sie für das Fotoshooting ein paar Kinder organisiert? Nein, meine Frau möchte nicht in der Öffentlichkeit so auftreten. Also sie hat HSG gemacht, ja, die schon. Ja, aber sie hat Karriere aufgegeben für dich jetzt. Sie kümmert sich um die vier Kinder. Nein, sie hat einfach am Anfang parallel und dann, wo immer mehr Kinder gekommen sind, hat sich das einfach nicht mehr so machen lassen. Du hast angesprochen, du wärst eigentlich extrem gerne Musiker geworden. Ja. Du hast Schlagzeug gespielt früher und hast dich sogar angemeldet für eine Musikschule in den USA. Ja. Und alles aufgeleistet gewesen, aber bist dann gleich nicht gegangen. Ja. Also, warum bist du nicht gegangen? Es ist nicht so endgültig aufgeleistet ist es nicht gewesen. Also, es ist einfach eine Perspektive gewesen. Alle meine Kollegen oder ein Teil davon sind in Amerika studieren oder haben Suspense gehabt. Es ist lustig, wir haben sogar noch gemeinsame Musikerkollegen da gehabt. Und ich hatte das auch, ich hatte echt den Traum gehabt, aber ich bin ja der Sohn von einem braven Bauunternehmer und aus einer quasi so klassischen, so ein bisschen Schweizer Familie. Und dann hat sich bei mir einfach irgendwann der Dings gekriegt. Ich habe einfach realisiert, dass das langt einfach nicht. Also ich bin talentmäßig komme ich nicht dort an, wo du hinkommen musst, wenn du in der Musik willst. Wirklich. Und in der Musik, die mir damals gefallen hat, Jazz, dann musst du so gut sein. Und da hast du keine Chance. Da hast du gemerkt, du hast das Talent nicht. Du hast das Talent nicht, du bist zu spät, du kommst nicht an den Punkt, wo du hinkommen musst. Wenn ich jetzt dort auf Amerika wäre, dann wäre uns der Politiker Köppel erspart. Ja, ich will nur einfach an dem dranbleiben, warum du immer dagegen bist. Ja. Das Geniale an der Schweiz ist, dass die Schweiz ist ein sehr vielstimmiger Chor ist. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Stimmen. Und das ist alles eine ziemlich chaotische Sache in der Schweiz. Ich würde sagen, singen schön. Nicht immer in der gleichen Tonlage, aber alle singen und alle sagen etwas. Und am Schluss, und das ist die Genialität von der Schweiz, führt das möglichst vielfältige Konzert. Also je vielfältiger die Stimmen sind, desto besser ist am Schluss das, was rauskommt. Und das ist eigentlich das ist schon meine tiefe. Also mein Prinzip, ich sage einfach, wenn du... Aber du sagst ja immer, du sagst jetzt, vielfältig ist toll, aber du sagst immer, du bist ja der Einzige, der noch die richtige Meinung hat. Natürlich. Jetzt, wenn du zum Beispiel eine Situation hast, nein, ich sage nicht, dass ich die Nein, halt. Ich sage nicht, dass ich der Einzige bin, der das Richtige sagt. Wobei, es ist ja nicht immer falsch, was ich sage. Aber, nein, wenn du... Du hast ja eh keinen Gegner, wenn du in einer Situation bist. Ich weiß nicht, das kennen die auch. Und das ist, wenn du in einer Sitzung bist oder du redest mit Leuten, Kollegen, Schulhofplatz, was auch immer, irgendwo, und dann merkst du doch, dass manchmal die Gruppen so bestimmte Meinungen haben, oder? Und alle sind etwa ein bisschen ähnlicher Meinung. Und du siehst auch, dass wenn einer jetzt eine andere Meinung bringen will, dass das vielleicht nicht alle so lustig finden, wenn man in dieser Gruppe jetzt noch eine andere Meinung hat. Das ist mein Beruf als Kabarettist, dass ich immer wieder darum musst du ja eigentlich immer spüren, wenn eine Gruppe zu fest in eine Richtung steuert, mit ihrer Meinung, dann braucht es immer wieder einen, der ihnen aufzeigt, dass man es noch anders kann sehen. Aber wenn deine Sicht fehlt, dann ist das Zeug einfach nicht balanciert. Es gibt ein berühmtes Zitat. Hey, danke vielmals, Roger, dass du das machst. Sonst wären wir die Schweiz so komplett... Wäre völlig fertig. Sicher? Nein, dann kannst du... Aber das ist ja unglaublich. Also, das ist ganz wichtig. Kannst du alles sagen, nach links wegkippen. Wenn du mal weg bist, Roger, also die Zeit, wie du irgendwann kommst, ich wünsche dir ein langes Leben, aber einfach, wenn wir jetzt noch
Deep Talk machen. Wenn du mal gestorben bist, Roger, ja. Also was sollen wir dich erinnern? Nein, das ist so unseriöse Fragen kann ich keine Antwort geben. Nein, das geht es nicht. Du hast gefragt, doch, was im Vorurteil? Um das. Du hast ja gefragt, ich muss ja, aber gefragt, du bist selber weggekommen. Darum ich gefunden, sind wir schon viel weiter. Ich sage dir, Vorurteile, die es über einem gibt, die muss man ernst nehmen. Vorurteile werden unterschätzt. Vorurteile sind nämlich etwas nicht Unwichtiges. Weil viele Menschen haben Vorurteile sind ja so quasi, wie sind das? Das sind ja so Urteile, bevor man sie voll rational überprüft hat. So instinktive das Wahrheiten. Das hast du mega schön beschrieben. Instinktive Roger. Wahrheiten. Ja. Und die sind mega. Die muss man ernst nehmen. Mhm. Sie können falsch sein, sie können übertrieben sein. Aber wenn jetzt einer zum Beispiel findet, der Köppel ist ein Double. Das ist jetzt aber sehr plakativ. Zum Beispiel. Das ist also sehr. Dann muss ich das ernst nehmen. Dann muss ich sagen, was habe ich gemacht? Ich würde jetzt eher sagen, der Roger ist immer dagegen. Das ist kein Vorurteil. Jetzt hast du mir schon wieder widersprochen. Das ist kein Vorurteil, das ist eine relativ präzise Beschreibung von dem, wie ich mich in einer Gesprächssituation verhalte. Aber nicht, weil ich... Weißt du, der Witz ist ja der. Aber du musst ja nicht daneben... Das ist ja nicht, du musst aufpassen. Du kannst nicht mehr, was heisst, du bist dagegen? Es ist ja die Aufgabe des Journalisten, immer wieder eine andere Sicht zu bringen. Also auch wenn ich zum Beispiel dir beipflichte, dann ist es doch meine Aufgabe in diesem Gespräch, nicht einfach die da zu hübeln und zu sagen, ja super, Michael, du hast völlig recht. Ich muss dir ja Gegensteuer geben, damit du wieder dein Argument kannst überprüfen und schärfen. Und am Schluss haben wir ein interessantes Gespräch. Kannst du mir sagen, bei all dem, was du produzierst, bei all diesen Schlagzeilen und Artikeln überall, um was geht es dir eigentlich genau? Also so lustig habe ich jetzt die Frage nicht gefunden. Aber nein, es geht eigentlich darum, eine interessante Zeitung zu machen, die Leute nicht zu langweilen. Also jetzt für dein Leben? Eine interessante Aufgabe, einen interessanten Job zu machen, wo du am Schluss das Gefühl hast, dass das auch dass du da mit dem Herz dabei bist und es gerne machst. Am Schluss ist es einfach eine interessante Zeitung, ein interessantes Leben. Die Leute inspirieren, die Leute herausfordern, die Leute provozieren und die Möglichkeiten aufzeigen von der Vielfalt von Positionen. Also am Schluss ist es eigentlich nicht das Leben, sondern der Artikel, den du noch schreiben willst. Ich glaube, man kann es auf das ACDC im Prinzip abbrechen. Am Schluss ist eigentlich alles ein Artikel. Ja. Wenn ich die Wahlresultate anschaue, die du mich machst, im Kanton Zürich, du machst immer das beste Wahlresultat von allen. Ja. Ich finde das echt faszinierend, weil du bist ein Journalist. Und wenn ich jetzt viele Rechtskonservative beobachte, die sagen eher so, Journalisten sind des Teufels und das, was die Zeitung steht, stimmt nicht. Dann das Zweite, du bist ein Intellektueller, du tust dich gerne abbilden lassen, so im Eames-Chair, wie du dicke Bücher liest. Und dann siehst du auch noch so ein bisschen aus wie ein Schnösel von der Jungfreisinnigen. Und ich frage mich, kannst du erklären, warum wählen dich die Leute? Das ist schon, ich meine, also, das ist ja das Thema Politik, das wir jetzt angehen. Das ist ja ein weites Feld. Aber ich meine, das ist. Das ist auch die Frage, oder, die ich mir damals auch gestellt habe. Oder? Ist das eigentlich, bin ich wählbar? Ist das richtig? Ja gut, nein, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Wählst du dich selber? Ich habe jetzt immer die SVP-Liste reingerührt. Ich glaube, ich habe meinen Namen nicht gestrichen. Nein, also in dem hast du dich doppelt drauf? Ja. Yeah. Das fände ich jetzt fast ein bisschen. Du hast auch gefunden, ich kann es nicht nötig. Wobei, also wenn es dann auf diese Stimme drauf ankommt, dürftest du die Wahl nicht annehmen, wenn es nur deine eigene ist. Nein, ich meine, das ist ja... Du sprichst ja das an, wo mir viele gesagt haben, du spinnst eigentlich, in die Politik zu gehen. Oder? Das ist irgendwie, das geht eigentlich als Journalist und ich war im Tagi eigentlich überall und Studienkollegen und so. Ich komme nicht aus einem politischen Haushalt. Was macht es aus, dass man dich toll findet? Das weiss ich nicht. Das muss man die Leute fragen, die mich wählen. Aber du machst glaube, wenn ich, also wenn ich jetzt an einer Wahlveranstaltung bin oder wenn ich auftrete oder wenn ich Vorträge halte oder so, dann bin ich einfach normal. Also ich bin irgendwie jemand, der nicht. Ich bin nicht irgendwie arrogant gegenüber den Leuten, ich bin nicht überheblich gegenüber den sogenannten einfachen Leuten. Ich komme aus einer sogenannten einfachen Familie. Aber du würdest dich als normal beschreiben? Ich würde mich als völlig normaler Typ. Also nicht in dem Sinn schon. Oder, du musst sehen, Journalisten sind. Ich bin ja schon sehr lange Journalist. Und Journalisten neigen ein bisschen dazu,
mit einer, auch ich früher, mit einer gewissen Überheblichkeit, oder so ein bisschen, man weiss, und da gibt es so das, was cool ist und was uncool ist. Und das hat mich mit der Zeit immer angefangen zu irritieren, dass eigentlich in diesen Zeitungen so eine Art Dünkel drin ist, gegenüber einem eigentlich normalen Typ, also jetzt wie meine Eltern oder meine Großeltern, der Swissair-Angestellte, Sekretärin. Und so die und du bist dann eigentlich vom Journalist zum normalen Typ geworden? Du hast ja vorher noch gefragt, um was geht es eigentlich? Und ich hast du es herausgefunden? Ja, ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich glaube, du musst einfach das machen, wo du das Gefühl hast, dort drängt es dich an. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl auch und ich gehe auf die Bühne, aber wenn ich einen Auftritt habe, dann bin ich eben auch wirklich dort. Ja. Und bei dir im Nationalrat ist es eher so, dass du das zwar das Gefühl hast, dass du Politik machen müsstest, aber du bist dann nie dort. Ja, ich habe gewusst, dass der noch das kommt. Ist das Vorurteil, das du hassest, aber es stimmt natürlich. Nein, das ist kein Vorurteil. Du bist ein Viertel der Sitzungen nicht dort. Ja, warte, jetzt halt. Das ist die neueste Studie, die rausgekommen ist, die sich mit dir beschäftigt hat, haben sie gemerkt, du ein Viertel... Vertrittst du vor allem Nichtwähler dort oben? Völlig unmöglich. Also meine Sitzungspräsenz in Bern in diesem Jahr, seit dieser neuen Legislatur, ist beängstigend hoch. Hast du die Homeoffice-Pflicht überhaupt gemerkt? Viel zu hoch. Ich habe es wirklich nachgeprüft, weil ich habe den Artikel gelesen im Blick, dass du nie dort sitzt. Das stimmt gar nicht. Und dann habe ich gefunden, ich werde es nachprüfen. Und dann habe ich, das habe ich gemacht. Ich bin auf die Webseite gegangen, parlament.ch, und da kann man suchen nach verschiedenen Parametern. Und ich habe gesucht, Roger Köppel und das Stichwort Sitzungen, wo du nicht dabei warst. Und jetzt musst du hören, was aber wir... Aber nicht in dieser doch, Legislaturperiode. Doch, ich habe es eingeschränkt auf die Legislaturperiode. Was rausgekommen ist, das Resultat, kann ich dir sagen, ich lese es vor. Das Resultat ist rausgekommen, Ihre Suche ergab zu viele Treffer, bitte schränken Sie Ihre Suche ein. Das stimmt, in meiner ersten Phase, in den ersten vier Jahren, habe ich die Sommersession 2016 habe ich boykottiert. Bin nicht gegangen. Aus dem Auftrag? Nein, weil ich gesagt habe... Du hast dich nicht danach gefühlt? Nein, weil ich gesagt habe, dass es einfach eine Frechheit ist, was die dort in Bern oben machen. Das ist eine Session, die ausschließlich parlamentarische Vorstöße vom Parlament, total unerhebliches Zeug, wo dann zu 98% das Parlament seine eigenen parlamentarischen Vorstöße abgelehnt hat, in 3 Wochen. Und für das haben die Sitzungsgelder kassiert. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt nicht auf die Bären. Und das hat natürlich meinen Schnitt dramatisch abgedruckt. Mhm. Allerdings, die sich am meisten aufregen über das und kritisieren, das sind eigentlich meine politischen Gegner, die im Grunde müssten froh sein, dass ich wenig in Bern oben bin. Weil das geht natürlich nicht auf. Aber jetzt in dieser Legislaturperiode habe ich eigentlich zu meiner eigenen Enttäuschung fast nicht gefehlt. Lass uns noch ein bisschen über die Weltwoche reden. Ja. Dein Nummer 1 Thema. Ja. Ich habe spannend gefunden, im Weltwoche-Fixer-Redaktionsteam hat es nur Männer drin. Warum? Was? Im Fixer-Redaktionsteam auf der Webseite kann man lesen, hat nur Männer. Ja, ich bin kein Biologist. Für mich ist auch ein Mann etwas wert. Speziell habe ich eben gefunden, unten im Impressum liest man dann, zuständig für Finanzen und Personal ist deine Frau. Ja, die wichtigste Position. Und darum habe ich mich gefragt, ist es deine Frau, die nicht will, dass du mit anderen Frauen zusammen schaffst? Nein, wir haben jetzt... Nein. Ja, das könnte ich als Ausrede bringen, oder? Als ich bei der Weltwoche angefangen habe, vor etwa 20 Jahren, ziemlich genau 20 Jahren, hat mich ein WOTS-Journalist interviewt. Und seine erste Frage war, Herr Köppel, wie viele Frauen stellen Sie bei der Weltwoche an? Und ich stelle fest, 20 Jahre später sind wir immer noch am gleichen Punkt von diesen Fragen. Du hast keine angestellt, oder? Nein, ich im Gegenteil. Ich habe jetzt ist allerdings leider ist Katharina Fontana, die ist ja bei uns gewesen, die ist jetzt zur NZZ wieder zurückgegangen. Warum ist sie gegangen? Gewesen. Ist schwierig, mit dir zusammenzuarbeiten? Nein, überhaupt nicht. Dann müsste ich sie fragen. Sie war begeistert. Gewesen. Nein, ich die haben so viel Geld gezahlt. Ich habe nur gefunden, was ich höre, wenn ich mit Leuten rede, die in dem Weltkuchen... Nein, das ist jetzt Klischee. Nein, Leute, die in diesem Weltwochenkuchen drin sind, die sagen mir so, hey, im Fall, wir arbeiten dort und wir geben alles, aber du weißt, der Roger, der ist einfach unglaublich sprunghaft. Das heißt, im einen Moment alles, im nächsten Sepp. Es ist ein riesen Chaos. Willst du nicht die Führung jemandem übergeben, der führen kann? Vielleicht müsste sie dir übergeben, so wie du dich da auskennst. Ich müsste eigentlich dich als Chefredakteur da reinbringen. Ist mir das allenfalls überlegt? Nein, ich glaube, ich habe keine Zeit, Roger. Also, nein, ich glaube da... Ich bin mega beschäftigt mit Trinken. In einer Redaktion musst du immer ein produktives Chaos musst du dort drin haben. Kannst du sagen, was nervt dich denn an dir?
dass ich mich immer wieder einlasse auf solche Einladungen zu Gesprächen, wenn ich dann so unangenehme Fragen muss beantworten. Meine Eitelkeit auf der Bühne aufzustehen.